Hallo, lieber Internetbenutzer, ich bin jetzt gerade hier, schön auf dem Boot. Da kommt die Sonne doch nicht so sehr in den Nacken, weil ich hier einen Nackenschutz tragen muss. Das ist für die Sicherheit. Sicherheit ist heute auch das Thema. Doch Schillerlocken sollte man lieber von seinem Speiseplan streichen. Denn die vor allem in Deutschland geschätzte Delikatesse ist ökologisch ein grenzwertiges Produkt. Schillerlocken sind nämlich nichts anderes als geräucherte Bauchlappen des Dornhais. Und der steht auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. In der Nordsee ist der Dornhai bereits ausgestorben. In der EU gilt mittlerweile ein Fangverbot. Der Import ist aber noch nicht verboten. Bis zu 90% werden aus den USA importiert. Greenpeace warnt deshalb schon seit ein paar Jahren, den Dornhai nicht mehr zu verzehren. Die Art wird sehr spät geschlechtsreif und hat nur wenige Nachkommen. Wer den Dornhai schützen will, sollte das nächste Mal beim Fischhändler besser auf Schillerlocken verzichten.